Moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Plugin-Vorstellung hier auf diesem Kanal. Heute gucken wir uns das Symbol Reports Plugin an. Wie der Name schon verspricht, geht es da natürlich um Reports. Das Plugin bietet euch drei Commands, Report, also /Reports, Spieler und den Grund. Danach könnt ihr zum Beispiel Teammitglieder /Reports machen, um offene Reports sehen zu können. Und halt eben /Spec und den Spieler dahinter, um den Spieler natürlich zu beobachten. So sieht das Ganze in-game aus. Und ja, wir werden uns das natürlich jetzt nochmal ein wenig angucken. Zuerst, wie immer, kommt natürlich das Plugin in unseren Plugins-Ordner. Oh, da muss ich das jetzt rüberziehen. Und ja, danach starten wir wie immer unseren Server. Wenn dann der Server gestartet ist, müsste genau das bei euch auch stehen. Falls es nicht steht, ist irgendwo ein Fehler aufgetreten und ihr müsst danach mal ein wenig nachschauen. Aber prinzipiell sollte es eigentlich immer funktionieren. Dann könnt ihr in Minecraft auf euren Server gehen. So, nun sind wir in-game. Wir können das Ganze nachgucken mit /pl. Dort steht natürlich jetzt da auch Reports, wie das Plugin halt eben auch heißt. Wir können /report, nicht reload, aber Reports eingeben als Report. Dort steht dann natürlich, bitte nutze /report-Spieler und den Grund. Wir können das jetzt mal ausprobieren, /report draus VG und dann halt eben im Grund Test. Wir können uns natürlich nicht selber reporten, daran denkt das Plugin natürlich auch. Deswegen kommen wir natürlich noch mit einem zweiten Account online, so dass ich euch natürlich das Ganze auch zeigen kann. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit dem Historyware, ich mache den jetzt mal ein wenig größer für euch. So, nachdem wir natürlich den Historyware reportet haben, steht als erstes natürlich für denjenigen, der den reportet hat, erstellter Report, reporteter Historyware, dann halt eben der Grundtest und mit einer falschen Report kann man natürlich auch bestraft werden. Ja, für mich als Mitglied steht jetzt natürlich dann noch hier, neuer Report, der reportete ist Historyware mit dem Grundtest und der Reporter bin halt eben ich, ne, TrausVG, und ich soll /spec nutzen, also /spec. Und Historyware, um ihn halt eben zu beobachten. Nun können wir hier Historyware beobachten. Ich weiß nicht, heute ist mein Deutsch irgendwie am Arsch. Und wir sehen natürlich jetzt hier bei Historyware, ich mache den auch nochmal groß, sehen wir natürlich TrausVG nicht. Er ist also unsichtbar für uns. Wir sehen ihn einfach nicht. Und wir können dann zum Beispiel jetzt, ich mache das mal wieder klein. Wenn ihr übrigens einem Spieler hinterherfliegt, könnt ihr auch mit eurer Tab-Leiste, also wenn ich jetzt auf 2, dann hat man 3 Speed, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist das Maximale, werdet ihr natürlich auch schneller, je nachdem, wie ihr hier das macht. Ihr könnt dann natürlich auf 1 gehen, um die normale Geschwindigkeit zu halten. Ich glaube, bei euch hat das gerade jetzt ein wenig geleckt, dadurch, dass das eine Fensteraufnahme ist. Ja, auf jeden Fall können wir dann mit diesem Schleimball natürlich den Report beenden, wenn wir den Spieler gebannt haben oder er halt eben unschuldig ist. Ich werde zur letzten Position zurückgesetzt, wo ich war. Und wenn ich jetzt zur Historyware gehe, ich sehe ihn natürlich und er sieht mich natürlich jetzt da auch wieder, wie man hier sieht. So, ich habe jetzt nochmal Historyware reported, weil es gibt natürlich auch noch eine GUI, wenn ihr /reports eingebt und nicht report, also nicht spec Historyware, sondern reports, könnt ihr natürlich alle offenen Reports sehen. Das Ganze geht natürlich endlos lange, bis ihr halt eben eure Schlange von Reports dann zu Ende ist. Ihr könnt dann natürlich hier hingehen, seht natürlich den Historyware Grundtest und dann halt eben zurück oder halt eben Report bearbeiten, dann wird der /spec-Befehl für euch schon automatisch eingegeben über das Plugin. Das ist natürlich für die Massenpflege von Reports ein wenig hilfreicher. Man sieht mich natürlich wieder nicht, wie man sieht. Und ja, so ist das ganze Plugin aufgebaut. Es ist ein super Plugin für jeden Server, Reports zu bearbeiten. Ich kann es einfach wirklich jedem Server empfehlen. Dann bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Plugin-Vorstellung. Bis dahin, viel Spaß mit dem Plugin und tschüss.